Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Le Jeune Akademie München. Ja, willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit René Heinersdorf. Servus, Herr Heinersdorf. Hallo, freue mich, hier zu sein, Herr Pfaffenhofen. Wir sind hier in Ihrem, sage mal, neuen Theater. Wir müssen über ein Thema sprechen, warum Sie überhaupt hier ins Theater gekommen sind als neuer Chef. Vor Ihnen gab es den Herrn Pegny, der wurde angeklagt wegen schweren sexuellen Missbrauch, ist dann allerdings freigesprochen worden. Trotzdem braucht es eine Neuaufstellung hier. Von Pegny weiß man, dass er sowohl Geschäftsführer wie auch Gesellschafter war. Wie viel Prozent haben Sie jetzt von Pegny übernommen und wie können Sie damit hier sozusagen als Chef arbeiten? Ja, also Thomas Pegny ist ja nach wie vor Inhaber und ich glaube, man muss ihm schon anrechnen, dass er nach den Vorkommnissen diesen Schritt gegangen ist. Dazu gab es ja keine rechtliche Handhabe, zu sagen, ich gebe 51%, das ist die Beantwortung der Frage, ab und fungiere weiter als Minderheitsinhaber. Und er hat auch die Geschäftsführung abgegeben an mich, um einfach den Vorkommnissen in irgendeiner Form Rechnung zu tragen. Nichtsdestotrotz ist er nach wie vor Partner in diesem Haus, weil es gehört ihm ja quasi zur Hälfte. Und es gibt natürlich auch eine Reihe von Bereichen, wo mir seine Erfahrung auch durchaus wichtig ist. Und ich denke, dass nach dem Freispruch, nach der zurückgezogenen Revision, es jetzt nicht an mir wäre oder überhaupt an jemandem wäre, das weiter zu sanktionieren. Das ist ein Vorgang, der zu Recht von vielen auch sehr negativ beurteilt worden ist. Aber irgendwann muss man als Staatsbürger sagen, das letzte Wort hat die Justiz und das hat sie jetzt gesprochen. Und jetzt gibt es hier eine Neuaufstellung und ich hoffe, dass das, was ich an Innovation mitbringen kann, auch dem Mitinhaber und vor allem dem Publikum und den Mitarbeitern gefällt. Man muss sagen, die Stadtgesellschaft war entsetzt, weil hier natürlich jahrzehntelang gutes Theater gespielt wurde. Und deshalb stellt sich mir für mich die Frage, inwieweit erleben Sie noch, dass es eine Belastung ist, dass Sie mit der Geschichte jetzt sozusagen weiterarbeiten müssen? Ich erlebe es insofern, dass es natürlich eine Reihe, gerade auch von prominenten Schauspielerinnen, aber auch nicht nur Prominente gibt, die damit dann ein großes Problem haben. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und dem muss man insofern Rechnung tragen. Und das macht Herr Professor Pegny auch, dass er quasi da nicht in Erscheinung tritt und sich da zurückhält. Und das tut er eigentlich recht konsequent. Also man sieht ihn nicht bei Premieren oder in irgendwelchen öffentlichen Auftritten. Trotzdem, wie gesagt, brauche ich auch seinen Rat und bespreche das auch mit ihm und sehe die Einsicht, dass er sich da zurückhält. Okay, da gibt es auf der einen Seite natürlich die Schauspieler, von denen man weiß, dass es da viele gibt, die ihn also komplett ablehnen und überhaupt nicht in seine Nähe kommen wollen. Wie ist es mit den Zuschauern? Was erleben Sie vom Publikum? Wie treten die Ihnen gegenüber? Was hören Sie von denen? Das ist ja das Glück generell bei Theater, dass der Zuschauer, und das würde ich nicht als Naivität bezeichnen, sondern als Objektivität, eigentlich in erster Linie beurteilt, was auf der Bühne stattfindet. Momentan spielt bei uns die Michaela May mit dem Christian Martinek und die Leute mögen das Stück und dann sind das die beiden Identifikationsfiguren des Hauses, viel mehr noch als ich auch. Also das Haus wird nicht definiert über die Direktion, sondern tatsächlich über die Leute, die da auf der Bühne stattfinden. Das ist an den hochsubventionierten Häusern immer ein bisschen anders. Da ist dann der Intendant ist da. Und ich weiß gar nicht, ob das breite Publikum diesen Wechsel überhaupt so nachvollzogen hat. Ich weiß, dass natürlich das alles durch die Presse ging und man auch eine Erleichterung in der Stadtgesellschaft empfunden hat, dass es eine Veränderung gibt. Ich muss ja auch dazu sagen, dass Professor Pegny auch ein Alter hat, wo andere in Rente gehen. Also vielleicht ist es auch sowieso unabhängig von den Vorkommnissen gut, mal über eine Nachfolge nachzudenken. Ich denke auch, dass das für ihn ein Motiv war. Jetzt bin ich zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe ein paar Jahre noch bis zur Rente, die ich natürlich gerne nutzen möchte. Zumal
ich ja lange in München gearbeitet habe. Mhm. Ich war ja in der Direktion der kleinen Komödie Max II, die dann zum GOP wurde, nachdem wir dort aufgehört haben. Und da gab es sogar eine Übergangsphase, in der wir auch den Bayerischen Hof geleitet haben. Daher habe ich auch eine sehr gute und sehr schöne Verbindung zur Inhaberin der Immobilie, Frau Ingrid Volkart. Und so denke ich, dass dass vielleicht sogar, sofern man das sagen kann, diese Entwicklungen auch was Positives haben. Und der Zuschauer, um das nochmal abschließend zu beantworten, der Zuschauer, das ist mein Eindruck, schaut, was passiert da auf der Bühne und das interessiert. Und wenn das in Ordnung ist, dann geht man da rein, eigentlich völlig egal, wer jetzt Intendant ist. Ja, Sie müssen meiner Meinung nach in einem Dreiklang arbeiten. Das sind die Schauspieler, das sind die Zuschauer und das ist natürlich Ihr Team, was Sie hier haben. Die müssen natürlich auch erstmal mit der neuen Situation sich anfreunden. Und wie schwierig haben Sie es da? Wie ist da für Sie die Situation hier in der Komödie? Also das ist zum Teil ein alteingesessenes Team. Da sind viele dabei, die ich selber seit Jahrzehnten kenne, weil ich ja auch hier viel inszeniert und gespielt habe. Mhm. Ist sicher der ein oder andere dabei, der sagt, Moment mal, den kenne ich doch, da war der erst 20 und jetzt will der hier plötzlich als Chef auftreten. Bin aber gar nicht so der Typ, der Cheftyp, sondern ich finde das immer gut, das im Team zu machen. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess jetzt auch beim Team, dass wir eigentlich eher teammäßig arbeiten und nicht so sehr in Hierarchien denken. Mhm. Das war vermutlich hier anders. Das ist mein Eindruck. Ja. Also Herr Andersdorf, man weiß von Ihnen, Sie haben eine Komödie in Köln, in Düsseldorf, in Essen. Jetzt haben Sie es hier auch noch in München übernommen. Dann inszenieren Sie. Dann sind Sie als Regisseur unterwegs und Sie sind als Schauspieler unterwegs. Ich meine, da fragt man sich wirklich, gibt es da Doubles von Ihnen? Haben Sie sich geklont? Nein, es ist lustig. Ich habe gerade heute Morgen mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, überarbeitet zu sein. Alle sagen, ja, das ist so ein Workaholic. Ich empfinde das gar nicht so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, also aus dem Rheinland kommt jemand, der 8 Stunden in Flöz fährt und Kohle klopft, der hat wahrscheinlich mehr zu tun. Ich bin ja ein begeisterter Bundesbahnfahrer. Man macht sich mit der Aussage nicht unbedingt beliebt, aber diese Zeit ist für mich eigentlich die Erholungszeit, in der ich auch sehr viel Büroarbeit erledigen kann. Ich liebe Zugfahren. Es kann für mich nicht lang genug sein. Die 5 Stunden vom Rheinland sind mir oft zu kurz. Das sind die Regenerationsphasen und vor allem auch die Arbeitsphasen, die man, glaube ich, sehr, sehr gut nutzen kann. Was absolut eine Belastung ist, und das ist etwas, was sich durch München ändert, ist das Spielen abends. Ich spiele sehr gerne. Bin im Moment mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder in Karlsruhe im Kammertheater tätig. Ist auch noch ein alter Vertrag. Die Spielerei zwingt einen natürlich immer dann abends wieder dahin zu fahren, wo man herkommt. Das werde ich sicher reduzieren müssen. Ich werde nicht ganz aufhören. Wir werden diese komplexen Väter auch hier in München spielen im Herbst. Das ist quasi so dann der Beginn der ersten Spielzeit. Da wird man sie auch sehen in dem Stück. Da werde ich natürlich in München werde ich es natürlich spielen. Ja. Genau. Und das wird so der Beginn, sagen wir mal, des neuen Looks so sein, die nächste Spielzeit, weil die laufende Spielzeit steht ja noch unter den Sternen der alten Direktion. Es sind allerdings auch sehr schöne Sachen dabei. Und wenn die Spielerei ein bisschen reduziert ist, sehe ich da kein Problem. Ich glaube sogar, dass die Vernetzung für alle was bringt. Ne? Da sind sicher rheinische Stars, ich sag mal jemand wie Tom Gerhardt, der natürlich im Rheinland viel spielt, der aber in München kein Unbekannter ist und der gesagt hat, ja, ich würde gerne mal nach München. Und wenn man hier über jemanden nachdenkt wie Jutta Speidel, die viel in München spielt und der sagt, du komm doch mal nach Köln, dann kommt die vielleicht auch gerne nach Köln. Also dieser Austausch bringt was, vernichtet keine Arbeitsplätze, im Gegenteil, sondern es verlängert eher eine Sache. Mhm. Auch das ist eine Entwicklung der Zeit, dass man das Gefühl hat, die Laufzeiten sind kürzer geworden und durch diese Vernetzung verlängert man die Laufzeit ein bisschen. Und ich finde es auch umweltpolitisch nachhaltig. Ja, ich habe Zeiten erlebt, da haben alle Theater zur gleichen Zeit das gleiche Stück gemacht in unterschiedlichen Produktionen. Da wurden dann 7 Bühnenbilder fürs gleiche Stück gebaut. Und das wäre heute anders, dass man einfach sagt, nee, wieso, die haben doch ein tolles Bühnenbild und jetzt spielen wir das halt noch in Essen oder in Köln. Diese Entwicklung gibt es übrigens schon länger, auch unabhängig davon, wer die Theater führt. Also wir arbeiten seit geraumer Zeit mit Frankfurt, mit Berlin, mit Karlsruhe zusammen. Also die Vernetzung hat sich verstärkt in dieser Erkenntnis. Und dadurch, dass es jetzt 4 Theater sind, wo ich das mit beeinflussen kann, wird das vielleicht noch intensiviert.
Dieses die Stücke mit in andere Städte bringen, das ist wahrscheinlich auch, wenn wir mal uns die finanzielle Seite angucken, nicht unwichtig. Nicht? Also diese hier, ich weiß nicht, wie viel man hier verdienen kann in der Komödie in München. Mit einem Stück wird das wahrscheinlich nicht ausreichen. Man muss dieses Stück dann eben auch, ich sag mal, on the road bringen. Ist das richtig? Absolut, absolut. Zum Beispiel weiß ich aus eigener Erfahrung, in meinem Düsseldorfer Haus, was ja mein Stammhaus ist, verdiene ich selber keinen Pfennig. Ich lasse sämtliche künstlerische Arbeit im Haus stecken, weil ich auch gar nicht bereit bin, die Steuern zu zahlen, sondern ich schenke das dem Theater. Verdienen tue ich in dem Moment, wo es verkauft wird. Und die Geschichte, das Stück. Die gesamte Produktion, ja, inklusive, ja, Stück oft. In dem Moment verdiene ich auch. Und das finde ich ein Anreiz, es wirklich gut zu machen, weil sonst kauft es keiner. Und B, finde ich es eben tatsächlich einfach nachhaltig, zu sagen, eine Produktion, die erfolgreich ist, warum die irgendwann dann zusammenstampfen und wegwerfen. Ich habe neulich erlebt im... Die Sie dann auch selber geschrieben haben, die das Stück. Oft ja. Aber nicht nur. Ich spiele auch gerne und beschäftige mich gerne auch mit anderen Autoren. Ich habe neulich in einem großen Staatstheater erlebt, da hat mich ein Bühnenmaler rumgeführt und ich kam auf die Probebühne und da stand die Dekoration und ich sagte, Mensch, das ist ja toll, ihr seid ja fertig mit der Deko. Er sagte, nee, das ist nur die Probendeko, die andere wird gerade noch gebaut. Mhm. Ja, und ich sage, was macht ihr mit der Probendeko? Die schmeißen wir weg. Das finde ich, sagen wir mal, als Theatermann, die wir doch tatsächlich auch eine moralische Aufgabe haben, finde ich das katastrophal. Das würde ich als Intendant sofort abschaffen. Das ist so oldschool, als noch viel Geld da war. Ja, als noch viel Geld da war. Das ist indiskutabel. Und natürlich denkt man in dem Moment auch in den Materialien und in der Anschaffung hochwertiger, wenn ich weiß, ich habe aber noch drei Theater, die mitmachen, die teilen sich die Kosten und dann ist das Ganze einfach eine viel qualitativ nachhaltigere Sache, als wenn man nur sagt... Aber das muss dann auch, ich sag mal, hier auf die Bühne passen. Sind die denn ungefähr von der Quadratmeterzahl dann die gleichen oder muss da viel justiert werden? Absolut nicht. Da muss, Sie legen den Finger in die Wunde. Es muss justiert werden, wobei das auch für Bühnenbilder ein Anreiz ist, ne? Dass er sagt, hier habe ich die klassische Kuckkastenbühne. Ich sag mal, das Bonner Theater, das ist ein rein rundes Theater, ist nicht meins, das Bonner. Das ist dann nur eine Wand und jetzt das zu schaffen, diese Wände so zu bauen, dass man das trotzdem darstellen kann, das macht auch Spaß. Ja? Ja, das ist dann eine Anforderung und das ist ja ein großer Irrtum in der Kunst, dass man sagt, je größer die Freiheit, umso mehr Kunst entsteht. Oft sind ja gerade diese Zwänge, die Zwänge, die uns zu Ideen antreiben, auf die wir ohne die Zwänge gar nicht gekommen wären. Eine schöne Überlegung, muss ich drüber nachdenken. Sagen Sie, ich würde gerne noch mal über den Schauspieler Heinersdorf sprechen. Wenn Sie jetzt hier so stehen und nehmen wir mal an, das ist alles voll und Sie kommen so raus. Und ab wann haben Sie, der Sie auch diese Stücke schreiben und eben auch diese ganzen Proben mit, das Gefühl, ich habe die Leute gepackt. Also dieses Gefühl, jawohl, das Ding wird heute Abend Erfolg. Das ist, halte ich für gar nicht so in der Hand des Schauspielers, natürlich auch, sondern eher in der Hand des Stückes. Ne? Der Stoff muss gut sein. Mhm. Und da habe ich mir angewöhnt, aber das haben, glaube ich, viele Kollegen, man hat dann immer so, am Anfang gibt es so einen Lacher, eine Pointe. Und wenn die gleich zündet, weiß man, es wird ein super Abend. Und wenn die noch nicht zündet, dann weiß man, oh, jetzt müssen wir noch ein bisschen ackern, ja. Bis die Leute da hinkommen. Ja. Jetzt, klar, im Moment spielen wir dieses komplexe Väter mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder. Das sind natürlich absolute Garanten. Also selbst bei einem schwierigen Publikum, das erstmal zurückhaltend ist, kann man eigentlich relativ sicher sein, dass die das schaffen. In dem Stück trete ich erst nach einer halben Stunde auf. Das heißt, ich habe eine gemähte Wiese dann. Ja, also sehr bayerisch. Genau. Und dann kriegt man das mit. Wobei auch da die Beurteilung des Publikums wird oft wahnsinnig überschätzt von Schauspielern. Ja, die Leute sind heute nicht so gut. Ja, die sind heute ganz toll. Ich habe da die unterschiedlichsten Sachen erlebt. Wir hatten neulich eine Vorstellung, da wurde fast gar nicht gelacht. Und wir haben gedacht, was machen wir falsch? Was ist, oder sind das Leute, die kein Deutsch sprechen oder so? Haben wir wirklich gescherzt. Und der Schlussvorhang fällt und die Leute sind aufgesprungen und haben mit Standing Ovations gejubelt. Und man sagt, wie kommt ihr? Und dann haben wir die in der Kneipe. Ja, wir haben noch nie so gelacht. Und ich sagte, wir haben es noch nicht gehört. Also es gibt hier unterschiedlichsten Sachen. Oder es ist ein Publikum, das jubelt und toll ist. Und am Ende gehen die relativ schnell weg und fanden es vielleicht gar nicht. Also das ist schwer zu sagen. Man kann nicht die Lautstärke, mit der das Publikum
dem Abend entgegenkommt, als Gradmesser dafür nehmen, wie es den Leuten gefällt. Aha, spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum zwischen Köln und Düsseldorf jetzt nicht so unterschiedlich ist. Wie erleben Sie den Unterschied zwischen Ihren Theatern in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen natürlich, Entschuldigung, und Bayern? Ja. Ich finde, der Rheinländer und der Bayer haben eine Eigenschaft, die sie sehr nah zusammenrücken lässt. Wir sind beides Völker, die fünfe gerade sein lassen können. Das können andere nicht so gut. In Baden-Württemberg sieht das anders aus. Ne? Der Badenser und der Schwabe, der ist da anders drauf. Der Sachse sowieso, der Berliner auch. Auch der Hamburger ist da penibler. Das ist eine Mentalitätssache, dass man sagt, komm, es wird schon gut gehen, wir kriegen das so hin. Sicher wird auch hier mal gemauschelt und gute Freunde sind wichtig. Und komm, dann trink mal lieber ein. Also da sind der Bayer und der Rheinländer sehr, sehr ähnlich. Aber, Sie wissen, wie ungern ich Ihnen widerspreche, wir haben auch schon zwischen Düsseldorf und Köln massive Unterschiede erlebt. Ah, ja. Okay. Also wir haben Stücke gehabt, die in Köln, wo das Publikum sehr völkisch ist, sehr unvoreingenommen lacht, in Düsseldorf erlebt, wo die Leute ein bisschen zurückhaltend waren und umgekehrt. Also die Austauschbarkeit, auch wir haben einen Erfolg, wir schieben das einfach rüber, die muss auch überdacht werden. Ne? Man muss schon dann mit auch über die Besetzung gucken, wie wird man der jeweiligen Stadt gerecht, wie kann man Sachen verändern, dass sie dann auch wirklich passen. Aber diese Grundmentalität, dieses Bereitsein, wir lachen jetzt einfach mal, weil es Spaß macht. Da sind die Bayern und die Rheinländer viel ähnlicher, als man denkt. Sie nehmen ja viele Stücke auch aus dem Anglo-Bereich, die dann eingedeutscht werden. Ja. Kann man sich das so vorstellen, dass Sie dann auch die Stücke einbayern? Und Unbedingt. Das haben wir immer versucht, dass wir gesagt haben, was weiß ich, das Diener-Ehepaar ist dann wirklich bayerisch. Ja. Ich habe ja viel fürs Chiemgauer Volkstheater gearbeitet, für den Bernd Helfrich. Und da habe ich viel gelernt. Ich habe mit Ernie Singerl viel gearbeitet, wo man natürlich dann so ein bisschen gemerkt hat, wo ist die bayerische Seele und was empfindet der Bayer dann nochmal als komisch. Und das halte ich für unausweichlich, dass wir eben nicht von der Champs-Élysées reden, sondern von der Maximilianstraße oder in Düsseldorf von der Königsallee. Dass die Leute auch wissen, wo es stattfindet. Oder nicht von Hoboken, sondern von Schwabing oder vom Hasenbergl. Also das finde ich, das macht ja den Leuten auch Spaß. Ne? Man darf das nicht krampfhaft machen, aber da, wo es Sinn macht und dem Verständnis des Stückes dient, finde ich das unerlässlich. Jetzt möchte ich mir Sie als Schriftsteller vorstellen, als derjenige, der die Stücke schreibt. Setzen Sie sich da irgendwo in einen Turm rein und schließen alles ab? Oder woher holen Sie Ihre Ideen? Und wie prüfen Sie, ob es auch wirklich komisch ist? Ja, also egal wo, ich kann es nicht laut genug um mich rum haben. Ich liebe es, in Kneipen zu schreiben, im Zug sowieso. Ich habe auch schon bei der Eingewöhnungszeit meiner Kinder im Kindergarten geschrieben. Auf dem Boden, ich habe das gar nicht gemerkt, dass die da rumtoben, weil ich einfach... Das ist ein Geschenk, wenn man das alles ausblenden ja, kann. Ja, also es ist, geht für mich sogar leichter, als wenn ich nur für mich bin. Dann bin ich viel abgelenkter. Und Sie fragen nach den Stoffen. Ich kann eigentlich nur Dinge schreiben, die mich selber betreffen. Ich habe mich da auch privat schon oft in die Nesseln gesetzt, weil ich was geschrieben habe und die Partnerin an meiner Seite plötzlich sagt, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. War das wirklich so? Die hat sich wiedererkannt. Die hat sich wiedererkannt und sagt, bist du verrückt geworden? Dann hast du doch tatsächlich mit der, wenn du das so schreibst, klar, man kann das dann relativieren und sagen, nein, das ist die Fantasie. Aber es muss mich schon selber betreffen, betroffen gemacht haben, amüsiert haben, schockiert haben. Sonst kann ich es nicht schreiben. Ich habe auch schon mal Auftragsarbeiten geschrieben für Jürgen von der Lippe zum Beispiel. Das ist dann auch irgendwie gegangen, aber es ist nicht so so gut, wie wenn es mich wirklich betrifft. Und so ist das, dass ich dann irgendwann einen Punkt habe, wo ich sage, Mensch, das müsste ich schreiben, das ist doch toll, das ist doch eine lustige Sache. Hier der Kurschattenmann zum Beispiel, das war ein Mann, den habe ich, was Jochen Busse hier gespielt hat, das habe ich, den habe ich erlebt, diesen Mann, ein Aufschneider, weil meine Mutter in einer Rehabilitation war und das war so ein Hochstapler. Das fand ich einfach so toll, wie der da die Weiber versucht hat umzunieten. Und da musste ich was drüber schreiben. Das war aber, weil es mich interessiert hat. Ne? Und ob es dann komisch ist, das ist, wenn ich das wüsste vorher, das wäre toll. Das weiß ich nicht vorher. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht das auch an ein paar Leuten ausprobiert. Ja klar, ich lese dann auch Sachen vor.
Die Namen sind jetzt oft gefallen, also gerade Hugo und Jochen, das sind so meine Chefdramaturgen, die kriegen dann immer mal eine Szene und so. Und dann sagen die mir sehr schnell, du, da musst du noch mal drüber. Oder die sagen, ich habe mich totgelacht. Und wie ist denn das jetzt, Sie als Regisseur zu erleben? Ich meine, da sind natürlich jetzt Kollegen wie Hugo Balder, der also wahrscheinlich auch eine Vorstellung hat, oder der Busse, der ist ja auch meinungsstark. Und dann kommen Sie also als dritter Schauspieler und sagen, müssen wir aber vielleicht so und so machen. Wie setzen Sie sich durch? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Regie nichts mit Hierarchie zu tun hat. Ich finde das grauenvoll, wenn Leute sagen, ich bin hier der Regisseur, ich sag, wo es lang geht. Ich finde, wir sollten das machen, was wir alle gemeinsam empfinden als Regisseur. Und damit bin ich immer gut gefahren. Dieses von oben zu diktieren, davon halte ich überhaupt nichts. Regie ist Teamarbeit, und eine Grundeigenschaft von Regisseuren muss die Geduld sein. Mhm. Aber zum Schluss muss einer sagen, jetzt geht's rechts rum. Ja, da, gut. Oder linksrum. Glaube ich, kann man durch Überzeugungsarbeit schaffen. Durch Diskussion. Ja, ja. Ja. Und im schlimmsten Fall kann man bei uns ja durch die vielen Vorstellungen auch ausprobieren. Ja. Also, okay, dann mach's einmal linksrum und dann sehen wir sofort, was besser ist, wie die Leute reagieren. Sehr gut. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Van Hoven. Präsentiert von der Lejeune Akademie. Motiviert geht es weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Lejeune Akademie. Herr Heinersdorf, wenn man Sie nach der Definition einer Komödie fragt, wie würden Sie das erklären? Also es gibt ja hunderte von Definitionen. Die schönste finde ich, Komödie ist Tragödie, nur etwas schneller. Das finde ich eine sehr gute Formulierung, weil die beschreibt, dass man letzten Endes die Komödie nicht spielen kann über die Darreichungsform. Also nicht, indem man lustig ist oder so, sondern das macht der Stoff. Und ich muss den Stoff genauso tragisch nehmen, wie ich unter Umständen eine Tragödie nehme. Und unterscheiden tut sich die Komödie nur dadurch, dass sie natürlich einen gewissen Wortwitz hat, dass sie eine Situation bietet, die man als komisch empfindet, aber nicht der, der es macht, und natürlich durch ein Happy End. Das ist für mich etwas, was ich zu Unrecht verpönt finde. Ich liebe Happy Ends. Ich liebe es, wenn ich zu spät zum Bahnhof fahre und ich kriege den Zug doch noch, mehr als wenn ich ihn nicht kriege. Kann ich total unterstützen. 8 Jahre in Amerika gelebt, da gibt es im Film immer ein Happy End. Ja, das ist auch schön. Das ist auch die Hoffnung, die man hat. Ich habe bei Romeo und Julia nie verstanden, warum der nicht einfach eine halbe Minute eher aufwacht und die haben noch ein schönes Leben. Warum muss die denken, der ist tot, und sich dann auch umbringen? Ich habe das nie verstanden. Warum dieses wunderbare Stück könnte man doch auch so schreiben, dass man sagt, nee, am Ende schaffen die das und haben ein Leben zusammen. Und das wird ja als feuilletonistisch nicht wertvoll empfunden, wenn es ein Happy End hat. Ne, ich habe Stücke erlebt, die dann plötzlich bei den Staatstheatern Einzug finden, also Boulevardstücke, nicht besonders gute, die deshalb genommen sind, weil da möglichst viele Menschen sterben. Ja, wo ich dann mal denke, was soll das denn? Ja, also das ist dann die Qualität eines Stückes, dass da alles schlecht ausgeht. Das muss nicht die Qualität eines Stückes sein. Was macht das mit Ihnen, wenn das in den Zeitungen eben kritisch beschrieben wird, gerade im Feuilleton? Gut, man hat sich daran gewöhnt. Ich finde, da ist auch ein Wandel passiert. Also das Feuilleton hat sich da auch verändert. Das war ja früher so, dass man also nicht mal wahrgenommen worden ist in den Boulevardtheatern. Und da habe ich, denke ich schon, also gerade wenn man die großen Tageszeitungen, gibt ja auch eine Münchner Tageszeitung, die ich privat gerne lese. Mehrere. Ja, natürlich, genau. Ja, wir haben hier 5 Zeitungen in München. Ich meine jetzt die feuilletonistisch wertvolle Zeitung, wobei ich die anderen jetzt nicht... kein Fehler machen. Genau, die mittlerweile schon auch genauer hinguckt beim Boulevard. Und natürlich gibt es auch bei uns viel Schrott, ja, aber den Schrott gibt es überall. Also das ist nicht, und Boulevard ist nicht nur Schrott, weil es Boulevard ist. Das muss man einfach begreifen. Das ist eine Kunstform, und diese Kunstform muss man bedienen. Aber Sie haben nach der Definition von Komödien gefragt. Ich habe für mich selber immer gedacht, Komödie findet dann statt, wenn Menschen unter irgendwelchen Umständen in einer Konstellation zusammen sein müssen,
obwohl sie so nicht zusammen sein wollen. Das ist eine Grundvoraussetzung für Komödie. Ne, dass Menschen zusammenkommen und eigentlich wollen sie es nicht in, so. Ne? Das kann überall sein. Das kann in dem Hotelzimmer sein, wo eine Doppelbuchung ist. So eine klassische Komödiensituation. Ja. Das kann in einer in einem Krankenhauszimmer sein. Das kann irgendwo kommen Menschen zusammen. Und dadurch, dass sie so nicht zusammen sein wollen, entstehen Verwechslungen. Und das ist eigentlich so ein Grundstoff für Komödien. Berühmtestes Beispiel, seltsame Paar, wo der ganz Ordentliche bei dem Unordentlichen einzieht, weil er zu Hause rausgeschmissen worden ist. Das wollen beide eigentlich nicht, aber sie müssen. Und jetzt müssen sie damit zurechtkommen. Und jetzt entstehen die Konflikte und die können sehr komisch sein. Es gibt ja diese amerikanische Serie, die daraus gemacht wurde. Genau, ne? Genau. Das berühmte, ist ein berühmter Stoff von Neil Simon, einem der großen Boulevardautoren, mittlerweile auch ein bisschen überholt, aber der das so da vorgelebt hat. Und da finde ich dann eben wichtig, und das sieht man halt nicht immer, dass, sagen wir so, der Liebhaber im Schrank, für den ist das ja nicht lustig, der sich verstecken muss, weil der Ehemann nach Hause kommt. Ja. Ist ja keine lustige Situation. Ich kann das sagen, weil ich habe es schon erlebt. Deshalb kann ich sowas auch schreiben. Das ist nicht lustig. Die haben schon im Schrank gestanden. Ich habe schon im Schrank gestanden. Schon auf dem Dach gelegen. Ja, das ist immer. Es gibt so viele Boulevardregisseure, die reden wie die Blinden von der Farbe. Ja, wo ich denke, man muss Boulevard ein bisschen leben. Ich habe auch in meinem Leben immer Boulevard ein bisschen gelebt. Da kriegt man ja Angst ums eigene Leben. Ja, natürlich, oder? Eben. Ja. Das ist das Entscheidende. Für den, der es von außen sieht, ist es natürlich lustig. Die berühmte Sahnetorte im Gesicht. Mir kann doch keiner sagen, dass die Figur auf der Bühne, die Sahnetorte ins Gesicht, das lustig findet. Lustig ist es nur für uns. Der Schaden. Und da kommt man an die andere Definition von Saroyan, ist die, der hat gesagt, Komödie sind Menschen in der Patsche. Menschen in der Patsche. Genau. Also es muss irgendwas Negatives sein, damit es auch wieder was Lustiges kriegen kann. Man kann ja nicht, sag mal, 90 Minuten nur Witze hintereinander machen. Nein, ist man Comedian. Ja. Dann ist man Comedian, genau, ganz genau. Und ich versuche auch, wenn ich schreibe, nicht zu sagen. Und ich glaube, auch wenn ich Stücke lese, sehe ich das sehr schnell. Wie werde ich jetzt lustig? Das ist ein falscher Ansatz. Erst mal eine Szene schreiben. Einfach mal schreiben, wie würden die jetzt wirklich miteinander reden? Die Witze kommen von alleine. Die entstehen, wenn die Situation gut ist. Man braucht keine Pointen zu schreiben. Und da bilde ich mir so etwas drauf ein, dass ich Ihnen jetzt nicht aus einem Stück von mir zwei Sätze zitieren könnte und die sind lustig. Ich müsste Ihnen die gesamte Konstellation erklären. Der kommt rein und weil der gedacht hat, es ist Abend, sagt er jetzt plötzlich guten Morgen. Das ist aber nur deshalb komisch, weil so. Also ich müsste ein ganzes Konvolut an Situationen schildern, damit Sie verstehen, warum dieses guten Morgen jetzt komisch sein könnte. Ob es dann komisch ist, ist dann noch dahingestellt. Aber nicht die One-Liner, ne, was weiß ich, der Friseur von der Merkel ist gestorben, Gott sei Dank hat er die Schablone hinterlassen. Ne, das ist so der klassische One-Liner, der wird im Karneval benutzt, den machen die Comedians, den haben die ja auch drauf. Der ist fürs Boulevard nicht geeignet. Da bräuchte man kein Theater. Da bräuchten sie keine Bühne. Richtig, ne, genau. Genau. Das ist sehr spannend. Aber wann haben Sie denn gemerkt, dass das irgendwie für sich ein Thema wird? Theater, Schauspielerei? Ich war mit 12 in Düsseldorf, da gab es die Komödie von einem alten sehr klassischen Boulevard-Ehepaar geführt, die das auch privat, hatte ich immer das Gefühl, so gelebt haben, ein bisschen sehr überkandidelt, aber lustig. Und bei denen habe ich Charlies Tante gesehen und da habe ich gedacht, ich will nichts anderes machen. Was mir aufgefallen ist, Sie haben ja dann, glaube ich, das erste Theater tatsächlich mit Ihrer Mutter zusammen gekauft, übernommen. Nee, es war etwas anders. Meine Mutter war Konzertagentin, zusammen mit meinem Vater. Und in Köln machte das berühmte Theater am Dom pleite. Ne? Die waren in der Insolvenz. Und die Betreiber dort waren Freunde meiner Mutter und die haben sie zur Hilfe geholt. Das war die Familie Durek. Und die haben dann, hat meine Mutter das mit ihrem kaufmännischen Wissen und mit einem großen künstlerischen Gespür und wie ich finde mit einer großen Menschlichkeit, haben die das quasi aufgebaut und hatten in Hochzeiten 26.000 Abonnenten. Und das war eigentlich nur eine Sache meiner Mutter. Und dann ist an uns herangetragen worden, da war ich dann schon älter, dieses Theater an der Kö in Düsseldorf zu eröffnen. So ein bisschen nach den Plänen im Theater am Dom. Und da hat meine Mutter gesagt, du, ich bin jetzt in einem Alter, dass ich das nicht mehr unbedingt will, aber vielleicht willst du ja.
Ach, Sie haben nie mit Ihrer Mutter direkt zusammengearbeitet? Sie war dann natürlich auch Gesellschafterin und dann haben wir natürlich im Austausch zusammengearbeitet. Dann kam das in München hier hinzu, die Aufgabe. Gab es hier eine alte Direktorin, die das Max II loswerden wollte und dann, das haben wir dann zusammen gemacht in der Tat. Wie ist das, mit der Mutter zusammenzuarbeiten? Die war ja sehr objektiv. Das war so eine rheinische Maggie Thatcher des Boulevards, würde ich sagen. Ja, die hatte ein großes Herz und wir haben sehr sachlich zusammengearbeitet. Und es war jetzt nicht die klassische ödipale Verbindung. Also wir haben uns dann auch manchmal 3-4 Wochen gar nicht gesehen oder gesprochen und haben dann sachlich besprochen und dann waren wir wieder Familie. Also das hat die sehr gut trennen können und das war sehr kollegial fast, wie wir da miteinander umgegangen sind. Und sie hat dann auch Bereiche mir völlig überlassen. Und andere Bereiche hat sie sich natürlich dann auch mal eingemischt. Und sie war eigentlich bis zu ihrem Tod, als sie sich dann völlig zurückgezogen hatte, war sie immer eine gute Beraterin. Sie hatte immer noch mal eine Idee über eine andere Schiene, auch eine sehr menschliche. Sie sagte, mach's doch so und so, dann hast du den Stress nicht und verzichte lieber darauf. Und dadurch kriegt man insgesamt Ruhe in die Sache. Ja. Gerade im künstlerischen Bereich kann sowas ja auch böse in die Hose gehen. Also toll, dass es dann anscheinend natürlich so gut geklappt hat. Ja, nee, das hat gut geklappt. Sind Sie auch so ein bisschen, ich sag mal so, Amerika-orientiert? Weil also dieses Komödienhafte liegt uns ja jetzt nicht so im Blut, wie es den Anglos im Blut liegt. Also ja, wir hatten Heinz Erhardt, wir haben da auch eine Tradition, was Boulevardtheater anbelangt. Aber dieses Witzige eben auch in Filmen und so, da sind die Amerikaner uns ja weit voraus. Wie gucken Sie da hin? Übernehmen Sie da Sachen? Also wir tun es natürlich alle schwer, seit Trump nach Amerika zu schauen. Ne? Das ist klar, aber dennoch haben Sie völlig recht. Die Amerikaner haben eine Fähigkeit, haben die Engländer allerdings auch, was wir eingangs besprochen haben, dass sie in der Lage sind, relativ dramatische Situationen, ich sage jetzt bewusst nicht tragische, aber auch tragische Situationen immer mit einem Augenzwinkern und mit einem Humor zu sehen. Das ist auch zum Teil jüdisch, ne? Dass man da auch selbst über den Holocaust, wo uns alles gefriert, Witze machen kann und in dem Witz nicht eine Herabsetzung des Themas sieht, sondern eine Verarbeitung. Das können die Amis wirklich gut. Mhm. Ne? Hab jetzt neulich diesen Film gesehen, Don't Look Up, mhm, was ja eine unglaubliche Parallelität zu Corona hat, wo die Amis mit so einem Thema ganz dramatisch umgehen und es ist sehr, sehr komisch. Und auch sehr gut gemacht auf Netflix, muss man in dem sehr, Film, ja, sehr guter Film und sehr gut gemacht und beschreibt so eine dramatische Situation, fast komödiantisch. Und da ist Heinz Erhardt natürlich anders. Heinz Erhardt hat natürlich durch diese komische Art und immer dieses Sprechen und so weiter, hat er natürlich auch über die Machart eine Komik erzielt. Mhm. Ne? Und das, würde ich sagen, ist in Amerika fast verpönt. Natürlich gibt es Leute wie Eddie Murphy oder so, die dann da ihre Grimassen ziehen, aber in aller Regel ist das nicht der Fall. Und das merkt man auch in den Stücken. Mhm. Ne? Man hat eine ganze Reihe von Stücken, die man fast gar nicht einordnen kann. Ne? Freunde zum Essen von Donald Margulies war jetzt so ein Ding, da kann man gar nicht sagen, ist das jetzt eine Komödie oder ist das tragisch? Man ist dann erstaunt, wie komisch es dann letztlich ist. Mhm. Aber die Kategorisierung findet gar nicht so statt in dem Sinne. Und dadurch ist es eben oft so durchschlagend. Ja. Ne? Und ich habe oft bei deutschen Autoren, da lese ich schon auf der ersten Seite 4 Witze und denke, lass doch mal die Witze weg. Schreib doch erstmal, was eigentlich hier Sache ist. Was passiert hier? Der Mann schläft mit der Nachbarin und die ist plötzlich schwanger. Das ist, reicht doch erstmal als Situation. Ja. Sagen Sie, wie ist denn das eigentlich? Schauspielern geht es ja im Moment auch nicht so gut, weil eben Corona, da können wir auch noch mal kurz drüber reden, inwieweit sie das getroffen hat, wird wahrscheinlich auch schwierig natürlich für Sie sein. Stehen die jetzt Schlange bei Ihnen? Denn wenn ich jetzt im Moment, dominieren Sie das Ganze ja. Sie sind ja so ein bisschen so der König des Boulevards, wenn man das so sagen darf. Also wer da 4 Theater kontrolliert, der hat schon Einfluss. Wie ist das mit den Schauspielern und Ihnen? Wie suchen Sie die aus? Wer darf da kommen?
Ja. Also der Titelkönig des Boulevards, der gebührt ja Wolfgang Spier und von mir aus auch noch Jochen Busse. Die Süddeutsche hat ja mal geschrieben, ich wäre der Pate des deutschen Boulevards. Genau, der Pate. Das gefällt mir noch besser, ja. Auch wenn ich jetzt kein Mafia-Freund bin, aber die Vernetzung finde ich eben da sehr wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Schauspieler jetzt wahnsinnig Schlange stehen, zumal auch viel gedreht wird. Also da ist ja der Betrieb nicht zusammengekracht, auch wenn es sich sehr schwieriger gestaltet durch die Testerei, durch die Abstände, dann gibt es immer mal einen Corona-Fall, da muss wieder alles verschoben werden und so. Das ist schon dramatisch schwieriger geworden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass durch diese Unterbrechung so wahnsinnig viel an Verlust passiert ist. Der Staat hat uns ja auch nicht im Stich gelassen. Das muss man einfach fairerweise mal sagen. Da wird überall geschrien. Also es ist viel für die Kultur gemacht worden. Es gibt viele Programme. Und das eine Programm, an dem ich mitgewirkt habe, in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein, betrifft ja die Schauspieler. Ne? Also man kriegt die Förderung nur, wenn man Gagen zahlt. Mhm. Und das hat zahlreiche Vorteile, weil es leicht zu überprüfen. Es landet nicht im Säckel des Theaterdirektors, sondern wirklich beim Schauspieler. Der Theaterunternehmer muss mit investieren. Insofern ist da auch in gewisser Weise gesorgt worden. Wo ich finde, dass die Politik uns im Stich gelassen hat, finde das besonders in Bayern, wenn ich das sagen darf, ist hinsichtlich der Tatsache, dass diese Räume, in denen wir jetzt hier sind, auch vor Corona durch den Luftumsatz TÜV geprüft, so geschützt sind, dass hier gar keine Aerosolbildung möglich ist, physikalisch. Und das ist nicht hinreichend kommuniziert worden. Man hätte diese Räume für die sozialen Kontakte, die wir alle vermisst haben, ausrüsten können, auch mental in den Köpfen der Leute ausrüsten können. Wir können hier kontrolliert Begegnungen zulassen, die keine Ansteckung zur Folge haben. Das ist in Studien belegt worden, ja, durchs Fraunhofer-Institut, durch die Charité selber, durch die Staatsoper in München. Man hat das geprüft. Die Belüftung ist, die kommt aus dem Boden, die geht nach oben, ist so ausreichend. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Ich glaube, alle 10 Minuten ist ein kompletter Luftaustausch hier vollzogen. Und durch diese Zirkulation können sich keine Aerosole und Massenansteckungen ergeben. Man muss vielleicht auch noch mal betonen, dass Sie ein Privatunternehmen sind. Sie müssen also an der Kasse, die muss klingeln und ansonsten... Das Geld, was wir ausgeben, muss an der Kasse liegen. Muss reinkommen. Unternehmen Sie da Bemühungen, dass sich da was vielleicht in Ihre Richtung ändert? Oder sagen Sie, nö, ich bin Unternehmer und ich will, dass das funktioniert? Das erfüllt uns natürlich mit einem gewissen Stolz. Das betrifft übrigens alle 4 Theater, die ich verantworte. Wir sind in allen 4 Theatern gänzlich ohne Förderung. Subvention darf man ja nicht mehr sagen, weil das so nach Protektionismus aussieht. Ich finde auch das Wort Subvention falsch. Es ist ja bei den Staatsanwälten, es ist ja eher eine Finanzierung. Also das ist ja über 80%. Das ist keine Subvention mehr. Das ist eine Vollfinanzierung eigentlich. Wir sind da stolz. Trotzdem gibt es natürlich viele Momente. Ich finde auch, dass wir keinen Anspruch haben. Es hat uns ja keiner beauftragt. Es hat ja keiner zu mir gesagt, Hannersdorf, komm nach München, mach hier Theater. Aber das muss ich dann schon selber auch hinkriegen, wenn ich hierher komme. Also das könnten Sie aber zu jedem Theater sagen. Ja, also das sage ich auch zu jedem Privattheater. Ja, aber zu den öffentlichen Theatern. Na, die haben ja den Auftrag der Stadt immerhin, ne? Und den Auftrag des Landes. Da wird ein Intendant berufen, dem wird gesagt von der Stadt, du machst jetzt hier unser Theater. Finde ich da wirklich was anderes? Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, für was dann Geld rausgeschmissen wird. Sie hat die Volkerts gebeten, das zu machen. Ja, genau. Ja, okay, das ist ganz richtig, aber ist auch eine Privatunternehmerin. Finde aber trotzdem, wenn man sieht, für was Geld rausgeschmissen wird, dünde es einer Stadt wie München gut zu Gesichte zu sagen, wir fördern auch eines der größten Boulevardtheater der Republik. Und sei es in Form der Miete oder sei es, da geht es um kleines Geld. Ja. Also hier würden, was weiß ich, wenn man weiß, dass an den großen Häusern, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet aus Spaß, am Tag, glaube ich, 10.000 Euro in die Kammerspiele gesteckt werden, das würde hier im Monat reichen. So intellektuell, wie wenn Sie die Kammerspiele ansprechen, inwieweit haben Sie das Gefühl, dass sich das beides unterscheidet?
Was meinen Sie jetzt? Die Kammerspiele und die Komödie im Bayerischen? Ja, das unterscheidet sich natürlich. Ich bin ein großer Fan der Kammerspiele. Ich bin also, wenn ich hier 4 Wochen Proben habe, dann gehe ich von den 4 Wochen, also von den 30 Abenden, gehe ich 20 Abende ins Theater. Ich bin auch ein großer Fan der Subvention. Ich finde das richtig, dass sich der Staat das leistet. Ne? Die Gewichtung könnte manchmal ein bisschen anders sein und man könnte manchmal hier und da etwas genauer hinschauen, wo das Geld eigentlich hingeht, finde ich. Ne? Und da werden sicher auch manchmal Honorare und Gagen und Gehälter gezahlt, wo ich denke, aha, so groß ist die Verantwortung nun nicht. Dennoch bin ich sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass es eine Institution wie die Münchner Kammerspiele gibt. Und freue mich jetzt sehr auf das, was Barbara Mundel da macht und ja. In den Kammerspielen, ja. Also wir drücken Ihnen die Daumen, dass das hier ein großer Erfolg wird. Ja. Herr Nassow, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Ihnen. Gute für die nächste Zeit. Danke, gleichfalls. Van Hoffen wurde Ihnen präsentiert von der Legion Akademie.